Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxys A-Team. Mein Name ist Fox und ja, ich tritt demnächst hier meinen Atlas bei. Und ja, mein Motto wird denn heute sein, auf Schatzjagd. Ein bisschen Gold besorgen. Mal schauen, ob ich eine schöne Schatzkarte habe, um ein bisschen Gold zu besorgen. Ein bisschen Gold brauchen wir ja nun auch mal. MacGyver ist auch gerade beigetreten. Ja, die Ladezeit dauert noch einen Blick. Wie man ja immer sieht, bisschen schwarzes Bild. Aber mach ja nichts. Ich höre MacGyver gar nicht. So, wie ich sehe, ist MacGyver schon da. Er steht da schon. Und ich muss mal das Video anmachen. Du kommst gestockt rüber, Mike. Ja, da musst du zuerst das machen und da brauchst du erstmal ein Zwei-Sterne, um das schneller zu machen. Ja? Dann Stufe 2, denn danach hast du die Auswahl auf den. Das ist, glaube ich, bis auf Stufe 10 auswerten. Nee, das musst du nach und nach machen. Hier, guck mal, was ich schon alles habe. Aber ja, du solltest das machen. Weil mal guckst du, was ich da schon habe. Molkerei, ich bin ja auf Level 6. Und der nächste Tritt ist auch schon bei. Aber ich habe keine. Guck mal, wir sind wieder voll besetzt. Moin. So, ich gehe aber erstmal auf die Toilette jetzt, ja? Ja, warte mal ganz kurz. Wusstest du, dass es schon was Neues gibt? Es gibt was Neues? Ja, was zu schlabbeln. Wann geht Tati mal wieder so, sag ich mal, so Richtung, ja, ich müsste jetzt lügen, Famila oder Penny? Damit sie mal Auge halten kann, ob es wirklich schon gibt. Was denn? Es gibt diese, du kennst doch dieses Ahoi. Eis, was mal in der Dose gab. Ja. Es gibt jetzt. Nein, es gibt jetzt das andere Ahoi. Eis. Das was ist so ein. Du tauchst doch drüber, ein Update oder sowas? Läuft hier irgendwas? Da weiß ich nicht. Ahoi Eis gibt es. Ja, weiß ich doch. So Eis am Stiel meine ich jetzt. So. Okay. Willst du ja unbedingt haben oder was? Ich weiß ich nicht. Ich dachte, dass jeder mal das schlecken will. Ja, das war mal so nebenbei mal erwähnt, Leute. Ja, bin noch nicht am Eis. Also. So. Schön. Oh, schon fall ich ins Wasser. Ich bin zu blöd, einen Steg zu laufen. Bitte, ja, okay. Ich kann mir das Gold zu holen. Hat Magi jetzt angeschaltet? Jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Weil er jetzt auf Toilette ist, ob er schon gesehen hat. Mit dem Krokodil. Hat er schon gesehen. Hat er was geschrieben oder so? Nee, der ist drauf. Wenn wir mal Glück haben, dann sind wir irgendwann mal alle irgendwie. Zu viert mal im Party, wenn Tati irgendwann mal
auch mal mitspielen kann. Warst du mal auf Freeport und hattest versehentlich mal diesen Lenkrad gekauft? Kann es passiert sein, versehentlich? Nein, den hab ich gekauft. Ist nicht. Weil ich habe ihn immer noch nicht jetzt frei. kein Geld aus. Wie, du gibst kein Geld aus? Hallo? Für Skins wird Geld Wieso ausgegeben. jetzt? Ich will's Wieso machen. jetzt ein Freund aus für einen Lenkrad-Skin jetzt? Da. Wir noch nicht mal einen Schoner hatten, ja? Also das wäre gestern noch hier böse ins Auge gegangen. Zwei Kobras haben angegriffen. Ich dachte, ja, die Tiere wehren sich. Kein Tier ist angegriffen. Warum nicht? Der Krokodil, die waren alle auf passiv. Ich Die waren ab. weiß nicht, ich hatte eine ausgesehen passiv gegriffen. Alle waren hier auf passiv. Oh. Aber wir haben nichts verloren. Nein, ich bin schnell auf einen Bären und hab die getötet. Hast du schon gezüchtet? Nein, ich brauche noch ein Männchen und dafür brauche ich erstmal Mike, der muss mir erstmal eine Pelzrüstung bauen. Okay. Ich habe nicht genug Punkte, um das zu lernen. Ich weiß gar nicht, ob der die Pelz frei hat. Hat er schon gesagt, dass er das hat? Wenn er, glaube ich, die Metallrüstung frei hat, hat er die Pelze auch. Dann habe Die ich die doch auch Lederrüstung, wenn du frei, die oder frei nicht? hast. Ich meine, ich habe auch die. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich guck gleich mal. Ich google mal ganz kurz. Ja, wer die Lederrüstung hat, hat auch die Pelzrüstung frei. Ich will ja wissen, wie ich diesen Skin frei bekomme. Ist ja wie in Ark auch. Man will ja irgendwie alles mehr oder weniger frei haben. Oh, guck mal, es gibt einen Skeletten-Skin. Als Lenkrad. Das soll im Handelsschiff, vielleicht gibt es ja auch Freeport. Ja, 50 Gold. Das ist doch nichts. Ist hier eine Wand weg? Weiß ich nicht. Sieht aus, wie ob da eine Wand weg wäre. Was ist denn das jetzt für eine. Das ist das die Hydra-Lenkrad? Nee, das ist Kraken. Oder so. Habe ich eins im Inventar? Nee. Nee, das steht auf Englisch. Da steht auf Grab. Achso, Grabwell. Versuchen wir es auch damit. Oder Graben. So, wollen wir schauen. Hab wieder kein Bild da. Doch, jetzt kommt auch ein Bild auf. Was haben Sie? Sie können die Krabbenskin bei Kosmetikhändler in einem Freihafen oder einem Handelsschiff für 250 kaufen. Nein, ich habe es auf jeden Fall nicht gekauft. Nach Abschluss der Quest Rider of the Deep, die das Plündern eines schiffbrüchigen Schatzqualität 16. Gut, falls du mal eine Qualität 16 hast, ja, den möchte ich dann haben, ja? Kann das angehen, dass du 16 bekommen hattest, so ein Schiff? Das kann sein, dass ich 16, 12. Gut, falls du mal 16 hast und ich bin auch unterwegs, dann muss ich mal einmal zu dir spawnen, so ist das ja nicht. Nützt ja denn Ja. nichts. So, ich höre gerade schöne Sachen hier. Echt? Da habe ich bestimmt erzählen. Ja, ich bräuchte eine Pelzrüstung.
Ja, Peter, hast du gebaut? Du hast doch gesagt, du kannst aufbauen. Nee, nee, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ich war jetzt gerade erstmal mich wieder ausrüsten. Ich war ja gestern den ganzen Tag gar nicht hier. Meine Rüstung war doch immer da. Ich will doch gleich auf Schatzsuche gehen. Wo war denn jetzt unsere Schatzkartenkiste? Pets Rüstung wird gebaut. Hinter der Treppe. Also unter der Treppe. Da wird Schatz. Ja, Pets Rüstung. Liebling. Pets Rüstung wird gebaut. Oh Mann. Ja, was denn? Mikey, den nächsten 16er Unterwasserteil. Oh Mann. Will ich haben, ne? Ja, und damit hat Liebling gesagt. Das ist alles in Ordnung. Was ist denn los? Warum? Für diese Eifersucht. So. Ist unser Blaupausenschrank voll? Ich krieg da nichts mehr reingelagert. Das ist doch Barhaus. Ah, ne. Das war jetzt verkehrt. Ich will den Skin auch frei haben, Mikey. Deswegen brauche ich den nächsten 16er Teil. Aber wir haben ja kein. Ich kriege ja dieses Teil würde nicht drauf bei uns. Da würde ich nicht überlegen. Ja, aber haben wir ja nicht 16. Nein, 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 nein. Ich meine, Tati erzählt mir gerade, dass Bauhaus sucht. Und für Tati ja Arbeit. Also. Und die arbeitet in 80 Stunden. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Das, Peter, es geht nicht darum, weil Tati ja vielleicht die Urlaubssperre kriegt, wie auch immer. Nur Tati arbeitet jetzt 120 Stunden. Und da arbeitet sie in 80 Stunden, verdient sie genau das, was sie jetzt auch verdient. Und dann kriegt man Urlaubsgeld. Was machst du jetzt, Magie? Ich bin hier F9, oder? Achso. Ich muss noch meine Rüstung reparieren, echt? Das Krokodil ist gut, ne? Ja. Hat aber auch gestern ewig gedauert. Ja. Nur dank mir haben wir es noch schnell hinbekommen. Ja, okay. Das hast du schön gemacht, David. Ich hab schon Musik gespielt. Ich kam ja, auf die Idee, ich hab gedacht, komm David, versuch es nochmal. Ja. Links in der Kiste. Ich hab einfach zu David gesagt, versuch es nochmal. Mehr als versauen kann er das ja gar nicht. Schmiede. 500 müssen drin sein. Die Schatzkarten F10 nehme ich mit. Okay. Den muss ich ja eh dahin. Sind die schon sortiert oder nicht? Ich sehe das nicht. Nee, ich glaube, die sortieren sie gerade nicht. Ich nehme gerade ein paar Schatzkarten. So, jetzt müssen die sortiert sein. Okay. Wieso kriege ich jetzt meine Pelzrüstung nicht heil? Ist alles drin? Pelzrüstung? Pelzrüstung hast du ja, diese, meine Metall. Den Metall musst du in der Schmiede machen. Achso, ich bin dumm. War ich ja richtig hingegangen, vorhin. Zufall. Wahrscheinlich wäre da jetzt genug Eisen noch dran. Egal. So, ich habe jetzt ein paar G9er mitgenommen. Eigentlich fast nur G9, da kann ich ein bisschen rumeiern. Guck mal, Peter, David fängt schon das Züchten an. Ja. Guck mal, wir hängen hier hinterher. Ich weiß. Wein. Ja, was soll ich dazu jetzt? Kein Update rausgekommen. Nein, das haben sie auf einen Tag wieder verschoben. Kommt heute um 8 Uhr. Morgens, aber ja nicht für uns. 8 Uhr morgens plus 12 Stunden, also kannst du dir vorstellen, dass wir es heute Abend um 8 Uhr bekommen und ja.
Wir haben auch ein paar Schatzkarten F9er hier. Ja, ein paar F9 habe ich jetzt schon. So, ich habe jetzt F9 erstmal bei mir in der Leiste. 1, 2, 3, 4, 5 und G habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G9er. Ich habe meine Schaufel gar nicht. Habe ich die oben noch in der Kiste drinne? Yep. Muss ich was mitnehmen? Das ist ja, wenn man Heider wie Krokodil hat, ne? Der so wahnsinnig viel Leben hat, der Krokodil. Also der hat schon ewig gedauert zu ziehen. Ja, der hat aber wirklich ewig gedauert. Und der hat immer was verloren in Prozenten. Ja, aber David, die Anfangszeit Quetz den ganzen Tag. Achso, ich weiß nicht, ob du mit Tati gesprochen hast. Es gibt ja jetzt nicht mehr die X-Tiere, sondern die R-Tiere in das neue Discord. Da wollte ich mal sagen, wie ein Quetz oder so. Wenn die genauso durchhalten, sollen ähnlich sein wie die X-Tiere, wo es vermutlich anders. Oder gibt es R-Quetz oder was? Ja. R-Quetz, R-Tylas. Wirklich so ein paar interessante R-Eulen. Ach, Eulen. Eulen, ja. Cool. Wolltest du das Bola-Teil bei uns drauf lassen? Das Bola-Teil? Ja. Ja, dieses Bauen, um Bolas zu bauen. Gelber Ball. Ja. Weiß nicht, wolltest du die weg haben? Ja, ich wollte ja gucken, ob ich vielleicht doch nochmal einen Teil da drauf bekomme. Ja, dann mach doch das. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Lenkrad mit dabei. Ich wollte gucken, ob ich Lenkrad umbauen kann. Aber ich kriege ihn nicht weiter zurück, das weiß ich. Aber wenn ich den weiter vormache, kriege ich dieses Ding schon gar nicht drauf. Ach Mann. Ach, ich lasse das alles so. Kann ich eben nicht tauchen. Wenn da mal was ist. Wolltest du jetzt mit oder wolltest du mit David fahren, ein paar Bärchen holen? Ich komme jetzt mit dem Schatz machen. Brauche ich jetzt noch einen Bär? Da Mike, dein Zeug hast du gefunden, oder? Ja, habe ich gefunden. Hat ich mir gleich gesagt. Welchen Bären willst du später züchten, weil ich nicht weiß, ob ich dann wieder da bin? Den ich auf jeden Fall nicht nehme. Den 46er jetzt, oder? Da werden zwei High Level geschossen. Ich glaube, der 46er war der High Level. Keiner von denen ist High Level. Hier ist noch 39er. High Level ist, wenn du High Level. Wie viel Level hat der 39er noch und der 46er zu vergeben? Also der 39er hat jetzt noch 9 Level zu vergeben. David. Der 46er ist, glaube ich, immer mit denen ich Level, reiten tue. Level noch 2. Oder Level 29 machen. Dann lässt was die 39er da. Ich glaube, der ist höher. Was, Mike? Ja, gar nichts. Zwei neue Tiere, alle beide 25 oder höher. Und die? Ich habe einen 25er geschossen. Ja. Ich weiß noch nicht, welcher das war. Dann brauchst du noch einen. Das ist wahrscheinlich der, der aufgegangen ist.
Wie man fleißig war gestern, haben wir noch ordentlich Tiere gemacht, wa? Ist gut. Ja, der Krokodil backt aber einen richtig fest, wenn er auf dem Boot ist. Hast du Krokodil mitgenommen? Nein, also den Krokodil gezähmt zurück. Ja, weil der Krokodil ist auch ein riesiges Teil. Ja, den kriegst du auch gar nicht, auf unserer Schaluppe würde ich dir gar nicht raufhauen. Ja, wie der Elefant also. Nee, der ist länger. Oh, immer die Probleme mit dem Bären. Der hat echt Schwierigkeiten, immer irgendwie raufzukommen. Der bin ja auf der Schaluppe, aber nicht auf das große Schiff. Ich noch großes Schiff haben. Und der war auch bei großes Schiff so blöd, ja? Was? Und der war schon mal großes Schiff, war das blöd? Ja. Magi, wir können nur ein Tier mitnehmen. Wir haben gar keinen Platz. Beim Schoner, ja, das war. Willst du den Tiger mitnehmen, dann packe ich den Bären zurück. Okay. Einer braucht ja nur Schaufeln und der andere muss ja nur Schutz geben. Okay. Ja, aber du musst ja auch zum Schatz hingelangen. Das sind ja. Zwei Tiere doch gut. Du musst dich ja zu finden, ich hab keinen Platz. Ich will auf dem Tier sitzen. Dann nimm doch ein Pferd mit, der ist doch nicht so groß. Nee, weil Peter hat wir haben keinen Platz hier auf dem Schiff. Weil ich sehe ja, Peter hat schon Menschen hier drauf. Ja, aber ja. So von Personen an. Alle ich gestern ich bei auf. Tier sitzen. Ich wette, nein, ich wette, das geht nicht. Damals hat es geklappt, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass sie das mittlerweile gemacht haben. Teste aus. Ich sitze auf dem Tier drauf. Okay, ich spring mal ab. Das klappt tatsächlich noch. Dankeschön. Ich bin jetzt aber trotzdem jetzt kein Tier jetzt. Oder soll ich unbedingt ein Tier mitnehmen? Ist dir überlassen, da muss ich alleine kämpfen. Ja, ich nehme ein Tier mit, oh Gott. Mann, so. Pippi ist Schatzsuche gekommen. Eben doch komme ich einfach nur mit. Ich nehme was alleine. Willst du alleine fahren? Dann fahr doch. Ich will auch mal zähmen mit David. David, der ist voll gut in Form. Willst du was zähmen? Können wir auch machen. Nee, alles gut. Du kannst ja Bolas herstellen, wir können auch Schatz und Zähmen gleichzeitig. Wir alles haben doch. Gut. Ja, aber ja, wir. Zähmen schaffen wir nicht, natürlich. Warum können wir das nicht? Zeit nicht. Wir haben doch. Achso, auf einmal haben wir wieder keine Zeit. Wir brauchen noch Tiger für Wochenende eigentlich. Kümmerst du dich heute Abend drum? Kann das sein? Da wir zusammen oder mit Tati. Dass wir noch ein Gegenstück von Tiger kriegen. Am besten zwei High Level. Ich würde gerne weg in Tiger. David steht ja auf Bären, ich stehe auf Tigers. Oder Löwen, mir ist das egal. Wo waren die Tigers und Löwen? Diese Nachbarinsel, die sieht genauso aus wie unsere. Da waren wir das vorgestern drauf, wo ja, so wahnsinnig viel. Wo ist Tiger die? Waren. Ich fahr da jetzt hin. Oh. Nein, wir wollen jetzt Schatz machen. Du hast dein Video doch extra so umgedreht. Ja, ich kann das doch. Hä? G9? Da muss ich sowieso hin zum Schatz. War auch unterdessen. Ich fahre zu G9. Sieger, ja. Wie viel hast du? Wie viel Schatz? 7 oder so. Bitte, du kriegst doch keine Tiere mit. Wenn du auf dem Tier drauf sitzt, doch. Aber ich krieg ja den Bär nicht mit. Ja, weil es jetzt zu schwer ist, Pili. Weil es jetzt zu voll ist. Die Gäberei ist hier, Leute sind hier. Guck dir mal das Schiff an. Nein, ich habe nur immer Schwierigkeiten, den Bären raufzukriegen. Warte, ich versuch mal nach hinten. Ich versuch mal nach hinten zu gehen. Ja, hat geklappt. Also am besten solche Tiere vermute ich immer nach hinten. Ja, macht ja nichts. Guck mal, der Tiger steht auch immer hinten gut, oder? Weil der Bär geht ja nicht nach hinten, weil er so ein Propper ist. Der Tiger kann nicht gut.
Oh, das kann ich aber nicht auf dem Tier sitzen. Scheiße, wir gehen runter. Scheiße. Hä? Wieso gehen wir nicht runter? Oh, haben wir da noch einen Platz frei? Nee, du sitzt auf dem Tier. Oh, jetzt bringe ich schon wieder runter. Ich muss mir doch den Platz machen. Und jetzt komme ich bestimmt wieder nicht hoch hier, ne? Ne, ich komme nicht hoch. Der Tiger ist genau bei der Leiter. Hatte ich noch eine andere aufgebaut? Nee, ne? Warte, ich bin weg. So, kannst kommen. So, warte, ich steig mal ab, ja? Ja, ich glaube, 5 habe ich gerade. Oder warst du eben gerade schon drauf? Guck mal, 6, genau 6. Ist so in Ordnung. Okay. Oh, ist so in Ordnung alles. Dann fahren wir raus. Ich hier hochgehen. Ist das fahren? Ja, erstmal ja. Du musst LB gedrückt halten, den oberen, dann kannst du Segel setzen und so. Hab ja, ich alles schon getestet. Ich weiß noch, wie das geht. Ich hab so eine Karte. Also, ich geb dir den einen auch nochmal. Ich hatte den einen runtergeholt. Der hau ich jetzt wieder auf Segel drauf, dass er unser Schiff in Stand hält. Hat David auch schon Leute jetzt? Nein, aber ich fahre jetzt zum Freeport und kauf mir einen. Einer reicht. Für ein Segel. Die kosten nix! Die kosten nur 5. Hol dir ruhig 2. Oder 3. Nein, ich brauch ein für Segel, das reicht. Achso, du fährst ein kleines Schiff. Wenn das Schiff repariert werden muss. Du gesagt hast. Warum haben wir Leute auf Schoner? Man fährt nicht mit Schoner? Weil man Angst hat, den zu verlieren, oder wie? Ja, David fährt zum Beispiel nicht mit dem Schoner, weil er Angst hat, wir haben bezahlt dafür, dass das Ding kaputt geht. Vielleicht also auch nicht mit dem Schoner, weil er die Angst hat, dass das Ding kaputt geht. Nur. Also Mike, du kannst von mir aus gerne mit dem Schoner losfahren. Dafür haben wir die doch, dachte ich. Ja, dann nimm den Schoner, Mike. Dreh um und nimm den Schoner. Nee, bitte, nein. Das tut doch gut. Ich sag immer, wenn er versucht wird, wird neu gesammelt. Interessant, Mikey, dass das funktioniert, ne? Nee, dass du mitgekommen bist. Also anscheinend braucht man keine Angst mehr zu haben. Oder warst du im Wasser? Nee, ich war gar nichts. Du bist zu Hause aufgewacht, ne? Ja, ich war einfach zu Hause. Ja. Funktioniert jetzt. Ja, vielleicht ist es darum, weil du wegspawnst. Nee, du lagst die ganze Zeit drauf auf dem Schiff. Hätte ich ja gelootet. Den nackten Körper haben wir umgetanzt. Das haben die aber dann irgendwie auf den Regen an und gut hingekriegt. Das wäre mir nicht lassen. Bist du, dass deine Bären fliegen können? Ja. Geht das? Du fährst jetzt zu der kleinen Insel oder wo fährst du hin, Mikey? Weiß ich, muss ich mir sagen, du warst der Schatz. Weiß ich, wohin wir mit dem Schatz müssen. Weiß ich, was kann. Ja, geh! Geh 9. Ja, welche Insel? Das weiß ich jetzt noch nicht. Du musst erstmal Richtung G9. Mike, es wäre besser, wenn du nach unten gesegelt wärst, dann wärst du genau in den Wind reingekommen und dann wird das. Will ich nur sagen. Ja. Ist ab und zu mal nachschauen. Der Wind. Oh ja, der ist wirklich bei uns. Du kannst ruhig runter gegen G9, dann kommen wir richtig auf Groß G9. Ah, was ist für ein Fahnespiel, wenn die Leute drauf sind? Ja, weiß ich doch. Ist doch cool. Meint ihr, diese 5 Kröten, ich hab kurz geguckt gestern und ich war 5, ach, da kann ich mal gleich Leute mitnehmen. Ja, nur du brauchst auch Gold für Dings, ne, auf dem Schiff. Das sollte man ja, nicht vergessen. Ja, ist ja alles ein bisschen. Was braucht ihr jetzt gehört?
Jetzt verbraucht er pro Stunde, ich glaube, 2 Gold. Nee, guck mal. Der braucht sogar Kuhkosten 1 Gold 5,8 Stunden. Der. Ja, aber ist das nicht so, ist das bei Ankern teurer? Beim Ankern ist es weniger. Nee, es ist teurer, je weiter unten rechts hast du doch Distanz, was draufsteht. Mit Prozente. Ja. Das heißt, wie weit du raus aus dem Meer oder weg von der Insel bist, da wird es teurer. Ja, bis jetzt bin ich bei 14 Stunden, 13 nur noch. Ja, also da, wo ändert sich das? Also, das ist ja unser dritter Mann. Ist er hinter der Kiste sitzt er oder was? Ne, das ist der. Wir haben einen dritten Mann, wir haben nur 2 Sekunden. Ah ne, wir haben ja nur 2, ja. Ich dachte, ich hätte jetzt 3. Ne, hast recht, wir haben nur 2. Da hast du doch gedacht, ein Reparaturschiff. Aber ich denke mal, wir wollen ja nicht ständig mit dem Schiff hier fahren, oder? Aber ich sehe schon, wahrscheinlich werden wir nie mit dem Schiff hier fahren. Die Kleinen, weil man Angst hat, dass sie Fuß unterlegen. Gut, ab jetzt fahre ich noch mit dem Großen. Zufrieden? Nein. Was denn? Ich bin nicht zickig. Ich habe nur gesagt, wir fahren jetzt ab jetzt nur noch mit dem Großen. Wir müssen dahin, wo wir die erste Insel unten gleich links auf der G-Seite. Da, wo wir die Tigers gezähmt haben. Nee, Tigers haben wir doch gezähmt bei unserem Duplikat zu Hause. Oder nicht? Nee, das ist dieser komische lange Ding, wo ich länger drauf war. Das muss die sein. Oder was habe ich da die ganze Zeit gemacht? Wolltest du dir so ein Ding herauf tun? Ging nicht. Ich habe keinen Platz. Ich krieg das hier nicht drauf. Höchstens der Lenkrad muss ja hier vorne hin. Und dann müssen wir das ausprobieren. Und dann müsste aber die Gerberei weg. Und dann fällt das 10 wieder vielleicht wieder weg. Ach, will ich einen Schrank mitnehmen? Wollen wir Kohle? Weil ich will ja unterdessen gleich noch einen Tiger ziehen. Das ist die Insel. Da oben, die ist da oben, okay. So. Wo sieht man denn, wie die Winde gehen? Wo weiß ich, dass ich das blau nicht gegenwind habe? Wo sieht man das? Und's grün leuchtet. Und nein, so, das kann man vorweg nicht sehen auf der Karte, oder wie? Doch, du siehst doch, wie der Wind weht. Auf der Karte. Wenn du rauszoomst. So. Wenn er... Guck, du siehst doch jetzt zur Richtung G9, sieht doch nach rechts aus. Ja, sieht so aus, ja, aber ich... Der geht dann nach rechts. Sowas. Jetzt nach oben, wenn du von F8 nach G8 da gehst, dann sieht's aus, dass es nach links geht. Das geht auch nach links. Ja, aber Tati und ich hatten das schon mal so, und dann war es trotzdem so. Okay. Weiß ich auch, dass es... Da fährt auch wieder ein großes Schiff, ey.
Der nimmt auch die Windel wahrscheinlich. Oh, da liegt ein Frack, oder? Wir bringen uns jetzt nicht weiter. Hat er ein Schiff verloren? Aber Weizen haben wir noch nicht angebaut, oder? Das weiß ich nicht, ob Teddy schon Weizen angebaut hat. Wie sieht wie das Schiff da vorne? Ist das ein verdammtes Schiff gewesen, oder was ist das? Was ist das? Floß. Floß. Okay, ich hab keinen Schimmer, wo diese G9 ist. So, wir sind noch bei F. Also du fährst im Kreis, glaube ich, gerade, Maggie. Du fährst im Kreis. Ich fahre im Kreis, ich sollte doch zu F9 fahren. Ja, aber kannst du nicht schräg runterfahren? Ja, erstmal wollte ich sie überhaupt in die Binde. Wir sind bei F9. Ja, aber irgendwie passiert auch keine Anzeige. Du musst weiter runter. Sag ich ja, wenn du jetzt schräg runtergefahren wärst, dann wäre man wenigstens vorangekommen. Für mich sieht es so aus, als wären wir schon drin, bei mir auf der Karte. Nee, sind wir noch nicht. Ich will erstmal nur gerade runter, Pidi, damit ich okay, schneller beim Wind bin. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich sinnig ist, darauf zu spekulieren. Damit. Wann wechselt sich das immer, der Wind? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wechselt sich gerade gar nicht. Ja, auch mit dem Wind, wo ihr jetzt drauf fahrt, auch zu euch rübergekommen. Weil, das wird ja für den G9 wäre das natürlich optimal. Du schaffst das schon, ich bin gleich wieder da. Ja, ich schaff das. Guck mal da, wenn ich mich zurücksuche, sieht das so aus, als wäre ich total in den Wind drin und es gibt mir keine Anzeigen. Hä? Muss ich mir das erklären? Also warte mal, ich schau mal auf der Karte. Du musst ungefähr auf der Höhe von der Insel sein, das da ist neutral. Ja, wenn du wegzoomst, siehst du nicht, dass du total mit Blau drin bist. Das ist, dein Schiff wird dir ja, wenn du wegzoomst, nicht richtig angezeigt. Wenn die werden ja auch ganz groß angezeigt, ist aber nur ein schmaler Breiten, nur ein schmaler Streifen. Ja, und wie sieht man das sonst? Wie siehst du das sonst? Ich sehe, wenn du blaues Wasser siehst, das so richtig. Ja, ich sehe noch keinen überhaupt. Ich sehe noch überhaupt kein blaues Wasser. So, sind wir schon da? Da vorne ist blaues Wasser. Da sehe ich das blaue Wasser. Sind wir schon da? Klappt wohl nicht ganz mit dem Segel, wa? Kommt ja immer noch da, ich sehe jetzt das blaue Wasser. Da vorne ist das. Das ist wirklich nur ein schmaler Grat. Weil auf den Kart habe ich geachtet. Ich bin jetzt so total in dem drin, aber er ist wohl hinter den. Also wenn ihr zu G9 wollt, immer müsst ihr immer von unserer Schlucht aus nach links runter segeln. Na super. Segel gleich nach oben. Habe ich da auch Schatzkarten? Der führt nämlich genau zu der oberen Insel. Hast recht, da könnten wir die Tiger gemacht haben.
Dann wäre es sinnvoller, wenn wir da gleich hinfahren. Da haben wir den Tiger gemacht, nee, da oben. Wo du sagtest, das sieht aus wie unser Zuhause. Ich weiß bloß nicht, ob ich davon Schatzkarten da oben habe. Sieht alle so doof aus. Egal, wir fahren jetzt dahin, aber bitte. Ja, wenn du jetzt aber gerade geflogen bist und hättest das Wasser nicht, wären wir auch schon fast durch. Wir haben ja nicht mal die Hälfte erreicht. Deswegen sag ich, ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Ihr hättet ja von oben rechts schräg nach unten. Ja, sag ich ja. Mike hätte schräg runterfahren müssen, glaube ich. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Dann wären wir schon mal vorangekommen und dann hätte man eine Winde immer noch bekommen. Genau gerade runter war jetzt vielleicht mehr oder weniger Zeitverschwendung. Aber egal. Sie wieder ganz schön schwer belastet, siehst du's? Dann wollt ihr noch ein Tier ziehen? Ja, es geht schon los. Weit, fast wieder über halb voll sind wir. Ja, aber da, ich gehe mal von aus, der Bär hat noch ein bisschen was. Da, deswegen kommen wir auch nicht voran. Was fehlt mit dem vier also, Distanz? Stein brauche ich jetzt, aber Stein habe ich jetzt gar nicht, um Bolas zu machen, aber das kriegen wir alles gesammelt. Wo ist denn jetzt der Tiger? Da oben. Der schwimmt schon wieder fast im Wasser. Ja, ja. Der muss ich doch hinstellen. Wo ist mein Bär? Ach, der schwimmt da oben. Hier. Der schwimmt ein bisschen, der kann fliegen. Der hat gar nichts drin, der Bär. Und trotzdem sind wir so schwer. Oh, der Wind wird immer weniger. Wenn du am blauen Wasser bist, dann ist egal, wie viel Wind da ist. Selbst wenn Gegenwind ist, wirst du beschleunigt. Wir sind jetzt im blauen Wasser. Ja, ja, aber siehst du nicht die weißen Dinger schon? Die sind zwar gar nicht gelb, aber die sind schon weiß. Ja, dann driftest du gerade raus aus dem Wind. Nee, ich drifte eher rein. Und da vor mir ist ein grünes Schiff, aber ich glaube nicht, dass sie mich kriegen. Langsam nehmen wir Fahrt auf. Laut Karte sind wir nicht gerade richtig. Okay. Nö, der Kuh, die Kräfte sitzen. Siehst du wieder das Gelb? Das ist gelb. Jetzt ist es gelb. Oh, der Grüne, der dreht direkt auf uns zu. Ich verstehe nicht ganz, wo du gelb siehst. Oh oh. Bitte. Seht ihr nicht. Steht er nicht, solange er nicht am Segel so ist. Und er schießt? Oder nicht? Ja, der trifft uns nicht. Der ist wieder viel zu schnell. Go jetzt. Aber Mike, es ist sehr schwer, da jetzt zu lenken. Falls du mal raustriffst. Es geht. Ja, ihr habt ein Händchen im Segel. Wenn du nur Geschwindigkeitssegel hast, dann ist es extrem schwer. Ja, das kann sein. Ja, ich nehme ja auch immer mit Händchen Segel. Ohne den fahre ich gar nicht raus. Ja, jetzt kommt ihr doch gut voran. Schaut doch mal auf der Karte. Ihr habt gleich einen Server. So, du bist aufgestiegen, PD. Welches Level? Gewicht oder Crewmitglied? Ach, wenn wir vielleicht. Ich nehme nochmal ein Crewmitglied. Wollte ich mal sagen, lieber Crew, oder? Wenn wir nochmal einen Tiger zählen, haben wir noch ein Crewmitglied. Wie ist denn die. Ist denn mein Wassercontainer zu? Da kommt doch gar kein. Ich hab Stillstand. Ich auch. Ja, ist jetzt da an einer Insel. Ich sehe gerade die Basis. Das war jetzt blöd. Wieso war der Wasserdeckel zu hier? Bei unserem Schiff, jetzt haben wir kein Wasser.
Hast du es platziert und danach den Wasserdeckel aufgemacht? Weil der ja. ist immer zu, wenn man ihn platziert. Eigentlich habe ich den aufgemacht. Ich habe ja auch schon mal Wasser draus getrunken. Gut, verdursten wir eben. Ich will toller. Ich glaube, du kannst das Segel noch ein bisschen drehen. Kommen wir denn noch schneller? Fehlende Reparatur beim Heilmachen. Was fehlt uns denn hier in der Truhe? Holzstroh, Wasser. Weiß ich nicht, ich kann ja jetzt wieder nicht gucken, was man braucht. Aber wenn du den Hammer in der Hand hast, siehst du doch, was für Materialien du noch brauchst. Ja, eben nicht. Also jetzt kann ich reparieren. Komisch. Verstehe ich nicht. Serverwechsel! Voll rein in den Serverwechsel. Wahnsinn. Guck mal, wir haben gerade mal 9. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es bis 10 Uhr da oben hin, sonst fahr doch kurz an diesen Schniegel ran. Da habe ich 2 Stück auf diesen Schniegel, wenn du jetzt gerade da vorstehst. Und dann können wir nach oben noch schnell einen Tee erzählen. Was ist für dich ein Schniegel? Oh, diese komische lange Teil. Die lange Insel, die so ganz lang geht. Da sind 2 Stück drauf. Ja. Ja, geht ja nicht anders, ja? Wenn wir daneben an. Okay. 200 und 52. Also ich fahre ja auch nur 1 runter, ich krieg da auch dann nur... Ja, wenn du die blauen Golds haben willst, dann müssen wir wieder dahin, wo es denn heißt, das schaffen wir niemals. So so K9 oder K3 und sowas alles. Und den kriegst du jetzt zwar 1000, aber hast eine deutlich längere Tour hingemacht. Ja. Längere Tour ist auch geil. Jetzt haben wir keinen Wind mehr, jetzt ist es zu weit. Also letztes Mal, da mussten wir abbrechen, weil du keine Lust mehr hattest auf längere Tour. Weil jetzt wegen Arbeit? Ja, deswegen meine ich ja. Können wir gar keine längere Tour machen, um mehr Gold zu kriegen. Game over, Peter. Wir haben keinen Spin. Danach fährst du zu unserer Insel auf die Sylt. Unten ist die. Das ist auch noch mein Schatz. Und ich hoffe auch gleich einen Tiger. Haben wir noch Bolas? Hier sind jetzt noch keine Bolas mehr drin, überhaupt keine. Einen Stein habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bolas bei mir. Hast du noch Bolas bei dir? Nee. Was brauchen wir? Tiger oder Löwe? Also ich habe hier jetzt einen Tiger, aber ist doch egal, ich bin im Gegenstück. Ich will zweimal mindestens 25 Level. Achso, du willst unbedingt zwei, okay. Also müssen wir 2 Tiger schießen. 2 High Level. Paar das haben wir auch richtige Tiere. Ne? Deswegen, das machen wir es heute nicht. Warum nicht? Weil wir Zeit, dass man sie auch gemacht hat. Weißt du, wie schwer Tiger sind? Ja, ich weiß. Wir haben fast den Bären verloren. Die Giraffe war schwieriger.
Ja, aber die Sperren verlieren oder so, Mikey. Das ist egal, ob du die nun heute, morgen oder übermorgen machst. Das Problem ist Ja, das gleiche. aber wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, bist du ein bisschen ruhiger. Ich meine, du bist jetzt schon so. Was ist Ist denn ruhiger, wenn los? man einfach Zeit hat. Meldest Ich du hab doch krank? Zeit. So, Mike, der Husten hat sich doch nicht gut angehört. Muss man einen Corona-Test machen. Ich hab ja zwei dagegen, soll ich machen? Ja, aber davor musst du eine Cola oder ein Bier trinken, ja? Warum? Ja, dann kommt der positive Test. Weißt du das? Ja, weil es so getestet worden ist. Wie? Hat man ein Bier schon getrunken? Dann kommt er positiv, das hatte ich schon gerüscht. Wenn du Bier trinkst und gleich sofort den Test machst, dann hast du noch den Biergeschmack gewonnen und dann ist der Test positiv. Echt? Deswegen Der steht ja auch Magie? bei den Tests, nach einer halben Stunde, nachdem man was gegessen und getrunken hat, soll man ihn machen. Also mindestens eine halbe Stunde warten. Ja, wir sind gleich da. Ja, weiter, ne? So, den ersten Strahl sehe ich schon. Willst du jetzt rückwärts reinfahren oder was? Guck mal, Pili, das Tief, das wahrscheinlich ist das bei uns zu tief. Wenn ich rückwärts reinfahre, ist der Anker nicht ganz so dicht. Hab ich geankert? Nee. Oder? Ich sehe nicht. Ich bin schon mal Ja, jetzt habe runtergesprungen. ich geankert. Da ist nämlich eine Flasche. G10. Ja, da werde ich jetzt nicht Hä, hinfahren. wieso backe ich hier fest? Das ist ja gut. Oh nö. Das ist hier auf dem Dach. Das kann ja nicht richtig sein, oder? Ich glaube nicht, dass er auf dem Dach ist. Weil hier ist nichts. Hier ist nicht Aha. mehr das. Aha. Das ist eventuell genau hier runter. Ja, hier Wo bei tauchen mir die auf? tauchen die auf hier. Ja, aber das ist, glaube ich, zu weit. Der Schatz ist genau hier vorne am Schrein. Scheiße, du hast ein Schwein getroffen. Hey! Misty! Ich hab keinen Schaden, ich hab's weg. Du musst absteigen. Bist du? So, jetzt müssen 28, wir. 28 Gold. Ja, der große kommt erst jetzt. Richtung Mitte. Auf diesen Schniegel. Kommen wir ja eigentlich genau drauf zu. Ja, da decken wir wieder links mal durch. Was ist denn da los? Hat mich da angegriffen? Achso. Nee, Weiß ich nicht, wo du umdrehen, bist. umdrehen. Achso. Ich sehe dich ja noch. Ja, ich musste dich doch kurz die Cobra für dich erledigen.
auch keine Ausdauer. Also ich habe das Gefühl, also nee, das war auch High-Level-Löwe, mein anderer. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass Löwe mehr Ausdauer hat. War. Kann das sein, dass es das ist? Das ist da, das ist da. Es muss doch hier fast sein. Noch ein Stück weiter runter, glaube ich. Ich müsste doch nicht. Da ist der Strahl. Da ist er. Da ist wieder eine Kobra. Hier. Dann tauchen die auf. 19. Boah. Hm, hast du Angst oder so? Gut, dieser Schatz gibt jetzt ein bisschen mehr. Bist du abgestiegen? Ja, ja. Kriegst du das nicht ab, oder was? Kriegst du nein. Also alles alleine. Nee, nee, dann kannst du nicht leveln. Aber man levelt ja unterdessen. Hat nicht geklappt. Oh. Ja, da ist schon wieder eine Kurve. Kannst du auf? Steck ab. Ich hab den Verbesserungsvorschlag für das Spiel. Dass man Schatzkisten mitnehmen kann. Weil die verschlossen sind und dann musst du zu Hause das öffnen. Ja, wie auf CBS, das was machen wir hier. Auch spezielle Kisten verkaufen. So, und ab zum Schiff. Leicht verdiente Kohle, mehr oder weniger. Weniger als mehr, oder? Was denn? Ist dir das zu wenig gewesen? Brauchst du mehr? Man kriegt Gold Igel. Gut, dann Richtung oben Sylt. Die ist unten rechts. Lass mich bloß zuerst rauf mit den Bären, sonst gibt es wieder Schwierigkeiten. Okay. Den Bären raufzukriegen. Ich hab da unsere Schalupe eben gerade noch lesen können. Bist du noch da oder bist du wieder da? Bin da. Das hab ich ba. Asche dich hier betäubt und Sünde. Ja, wenn man sowas bloß mal zähmen könnte, wenn sie bezäubt sind. Wir können den einbauen und dann zähmen. Nein. Aber ich glaube, wenn das Strukturen zieht, dann sind auch weg. Und nicht doch. Komm, Berg, jetzt stell dich nicht so an. So, was? War die eben gerade drauf und wieder runter, oder was war das jetzt? Nee, also bei mir ist das nicht so. Aber ich bin nicht auf diese Seite. Der Bär muss auf die andere Seite.
probier's auf. Natürlich nicht. Level 20 habe ich. Ja, das wusste ich. Ah, jetzt ist er drauf. Was heißt denn nur ein Weibchen? Also letztes Mal. Vorhin hieß es, dass wir jetzt müssen zwei neue Tiere gemacht werden. Also dann heißt das, dann brauchst du ein Weibchen und das Level 20 noch so wenig. Ja, Level 30er Weibchen, die noch schießen. 28. Alles über 25. Aber ich habe nämlich schon 25er schon geschossen. Letztendlich kommen ja auch die Werte, spielen auch eine Rolle. Hä? Jetzt habe ich kein Stroh. Ja, um Bola zu bauen, ich werd wahnsinnig. Letztens habe ich ja so viele Bären gesehen und jetzt sehe ich hier für eins und vielleicht ab und zu mal ein. Okay, dann werden wir auch keine Tigers mehr kriegen jetzt. Toll. Danke, David. Danke. Bitte. Immer gern. Blaues Stoffhemd habe ich hier. Hast du? Blaues Stoffhemd als Blaupause. Brauche ich drei verschiedene Fasern und drei verschiedene Leder. Oh, guck dir mal den Winter. Ah, sehr schön. Fallen schön tief unten. Eine Blaupause Kletterpicke. Also so die schönen Sachen haben wir wieder nicht gekriegt. Pelz, Blaupause, Lederstiefel, Blaupause. Ich denke mal, wenn du wirklich schöne Sachen haben willst, muss man, umso höher, umso besser. Ne? Mhm. Ja. Wenn wir Glück haben, sind wir morgen da. Bei so einer Geschwindigkeit. Wenn sie absteigen, wir sind mit Anschieben. Ja. Ich schwimme da rüber, ne?
Schöner Sonnenaufgang da hinten, Pili. Oh, scheiße, da hinten ist ein Frack. Ja, können wir doch nicht hin. Ja, ich weiß. Ach, Mann. Zeug zusammensuchen, um eine neue Gerberei zu bauen. Gerberei abbrechen, auch Dock platzieren und dann neue Gerberei platzieren. Ja, wo nee, kam? Pizza sagt, der Lenker steht. Ich. Okay. Das ist das, wo das Dilemma ist, der Lenker nicht steht. Und habt ihr den Lenker nicht ganz gemacht? Weil ein Segel im Weg steht. Ja, aber der stand ja vorher nicht im Weg, Pili. Los. Doch, der Segel, der geht ja nicht weiter zurück, der Dingsfonds. Dann müssen wir den Segel nach vorne schieben. Und dann müssen wir ganz neuen Segel machen und den Lenker nach hinten und dann hoffen, dass es geht. Alles nur Dreck. Sowas lohnt sich wirklich mehr, ne? Wenn man auch Schatzsuche geht und der Frack. Ja, natürlich. Vielleicht findet ihr jetzt ein 16er Frack. Schade, habe ich nicht gekriegt, die Kiste. Wollte so anklicken, hat nicht geklappt. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich muss das Schiff einfach dann mal umbauen und hoffen, dass das geht. Natürlich schaffe ich das nicht jetzt. Ich gehe mal Energy holen. Lecker. Ja. Jetzt sehe ich endlich mal wieder einen Bär und der ist nur Level 4. Nur am Quaken. Ja, das ist schlimm, ne? Ich habe gedacht, letztens so viele Bären gesehen, jetzt gehe ich hier und sehe wieder viele. Nix. Passt schon, David, passt schon. Eine andere Linse sehe. Mike, es gibt ein Lenkrad-Skin für 50 Tacken und David sagt, ich gebe doch kein Lenkrad-Skin für 50 also für 50 Münzen aus. Was ist deine Meinung dazu?
Wenn das gut aussieht. Warum nicht? Und guck mal, das haben wir jetzt schon gesammelt. Ja, deswegen meine ich ja. Eigentlich müsste ich den Skin frei machen. Damit ich auch immer so ein bisschen flexibel bin. Ja, die Frage ist nur, sieht der gut aus? Das ist ein Skeletten-Skin. Ja, das hört sich immer gut. Ja. Gibt es denn auch Skins so für Rüstung und sowas? Ja, natürlich. So schön ja. Als Wikingerhelm oder sowas? Einen Wikingerhelm glaube ich ja nicht. Vielleicht Wikingermäßig. Ja, barbarenmäßig. Auf jeden Fall so die, was wir töten bei den Schatz. Warum krieg ich sowas nicht? Und so als Frage? Weil du sowas kaufen musst. Ja. So Mike, vergiss es doch jetzt einfach. Wenn du jetzt die Kiste in der Nähe hast, halt einfach an, ich spring im Wasser. Warum? Das lohnt sich nicht wegen ein Gold. Es kann auch mal 6 drin sein. Es kann auch mal 6 drin sein. Was kostet denn so ein wickiger Skin? Das weiß ich nicht, da müsste ich nochmal gucken. Ich war da gestern nicht genau gucken. So. Auf jeden Fall so 200 oder so. Da macht man ein bisschen Schatzjagd und man kann sich nicht mal komplett einkleiden. Also ich hätte da schon mal nichts dagegen. Oder man geht ein bisschen tauchen. Geht. Man kann ja gestern auch aus einem Teil 300 rausgezogen. Ja. Aber ich kann das nicht tauchen. Okay. Und ich hatte jetzt so irgendwie. Ich reiß nachher mein ganzes Schiff auseinander. Nicht nachher. Also so ein Tauchteil ist das erste, was ich auf mein Schiff immer jetzt brauche. Heute ja. Abend. Heute Abend baue ich mein ganzes Schiff auseinander. Hier kommt im Segen nach Hause. Warum? Was ist jetzt zu Hause? Das klang eben gerade so. Oder man die tauchen geht. Ja! Hast du die Kiste gekriegt? Ne, wir haben die Kiste gekriegt, ne? Achso. Die ist kaputt. Ich bin vorgegen gefahren. Die Winde haben uns gut geholfen hier nochmal. Ne? Der Dixmus war gestern sehr gut. Das Lied Jen. Sonst würden wir vermutlich immer noch am Krokodil hängen. Der Krokodil geht nämlich ratzpass runter. Ja. Aber du hast das Video anscheinend gar nicht gesehen. Ich guck mal, kann mir doch nicht alles sehen. Ich habe gesehen, dass du ein Video gemacht hast, wie er ja. Den System tut. Alles schön und gut. Es gibt ein großes Aber. Muss man jetzt immer Lieder spielen, um mal ein High-Level-Krokodil zu machen? Also für ein High-Level auf jeden Fall. Also Mike, den mussten wir, glaube ich, den konnten wir immer so 5-6 Mal füttern. Und du musstest ihn 3-mal füttern, dass du die Prozente zurück hattest, die was du verloren hast. Der Zeit, wo du ihn gepunktet hast. Also, bevor du die Zeit nämlich hast zum Bohlen oder so, da verlierst du 2-mal Fütterung, bis du die erst wieder reingekriegt hast. Also eigentlich, du steckst kein Krokodil mehr. Also eigentlich doch, bekam man, eigentlich bekam man 0,9. Und du konntest ihn beinahe 10-mal füttern, dann hast du 9%, 10-mal Bohlen wäre fertig. Hat nie geklappt, weil du immer 2 Bohlen verlieren tust, bis du den nächsten Bohlen also machen kannst. Aber David hat jetzt bestimmt das teure Musikstück dabei, ne? Hätte das harte, ja. Hat doch geklappt, aber... Ich hab ja, aber hat man das Easy-Teil, dann ist er wahrscheinlich nicht so effektiv. Nein, aber es gibt aber garantiert auch ein Medium. Und David, ich sage ja immer, David kann es versuchen. Ich habe ja gestern auch so ihm gesagt, versuch es einfach, mach einfach. Wenn du mehr es versauen, kann man den nicht. Nö, und der hat es ja nicht versaut. Er hat nur gesagt, ich habe es geschafft. Mehr es versauen kann man das ja nicht. Das ist das Goldteil. Ja. Das Goldteil kommt da 4-mal hintereinander A, dann X, dann nochmal 3-mal A. Und während die 3-mal A musst du noch einmal nach oben, nach unten drücken. Das ist richtig brutal. So, wo bist du jetzt gelandet? Wirklich genau bei Sylt. Sehr gut. Hä? Du müsstest doch eigentlich den Strahl sehen. Ja, weiterfahren. Nee, ich hab eine Leuchte bei mir schon weiß. Was? Leuchte schon weiß bei mir, der Anker. Anker auswerfen. Nee, weiter zurück. Ja, du sagst, wie es bei mir steht. Aua. Ja, dann los.
rückwärts fahren, wie du das eben gerade gemacht hast. Bisschen drehen oder rückwärts fahren. Da müsste gleich was kommen. Ja, jetzt. Gut. Ein guter Cheffahrer, ne? Ich weiß. So, jetzt wäre es nur schön, wenn ich dich kenne. Du musst die Taube schießen. Wir müssen einfach mal sind nicht so wichtig. Am Rand laufen. Hier so rum. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Und ich bin rausgeflogen. Das Spiel hat sich abgeschaltet. Ja, ich so, Leute, was haltet ihr davon? Das passiert so ab und an mal ganz gerne in Atlas. Der schaltet einfach das Spiel ab. Bis jetzt bin ich nur ein. Ja, ich denke, das hat. Ja, ich muss ja sagen, die Xbox Series hält Atlas deutlich stabiler als bei der X. Als ich das immer bei der X gestreamt habe, jetzt scheiße ich drauf, jetzt mache ich einfach einen Stecker umwechseln. Man muss einfach ein bisschen konsequent sein, wenn man ein bisschen was streamen will, muss man eben das machen, wie es halt am besten geht. Oder was jetzt am besten, einfach auch mal ein bisschen machen. Muss man eben umstecken und alles. Muss ich sowieso Kabel aus dem Internet umstecken und. Muss einfach so mal sein. Ich glaube, die Stream-Quali ist auch ein bisschen besser als sonst. Weil ich auf 3 hochgeschraubt habe, Mikey. Auf 3 hochgeschraubt? 3 Uploads. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr machen kann, weil eigentlich habe ich 5. Ich weiß aber nicht, ob Atlas was verbraucht. So wird die Quali halt ein bisschen besser. Sonst habe ich immer mit 2 Megabyte gestreamt. Und bei jedem Stream habe ich immer ein kleines bisschen hochgeschraubt, um zu gucken, ob das hält. Also ich muss ich auch noch irgendwie ein Akkordeon machen oder so. Oder kann David mir ein Akkordeon machen, kann ich auch nutzen. Nein, du musst es erlernen. Also ich muss es erlernen, ja? Ja, du kannst vermutlich ein Akkordeon haben, aber. Ich will aber keine Musik erlernen. Da steht nirgendwo, dass du Musik erlernen musst. Ich kann halt Musik erlernen, um das wieder zum Beispiel einfacher zu machen. Zum Beispiel wie die Dauer fliegt. Aber hier ist auf 80% längere Dauer jetzt. Ich fand das gestern eigentlich relativ gut, also wenn man das vernünftig macht, dann. David, kannst du mir auch ein Akkordeon bauen? Kann ich dir auch, ja. Weil ich glaube, ich müsste sogar noch eins. Müsste daheim sein. Weil, warum denn nicht, wenn ich so ein Video. Das mache, bringt jetzt zu Hause nicht. Ob man Dauer hat oder nicht, aber wenn ich dann hier auf dem Schiff bin und wir machen mal Gold oder sowas, dann muss ich ja mal ausprobieren. Oder nicht, Pili? Wenn ich das nicht erlernen muss. Deswegen, wenn. Ja, ich glaube, das musst du. Die Fähigkeit habe ich. Glaub, das hab ich. Nee, warum? Du musst ja auch nicht um Pelzrüstung zu tragen, musst du ja auch nicht Pelz erlernen. Nein, aber um eine bessere Pelzrüstung zu tragen, musst du dieses verbesserte Teil erlernen, zum Beispiel. Aber ich glaube, die Standarddinger, die. Und ich glaube, du kannst Akkordeon spielen und dann war's das. Und dann, aber wenn du die nicht frei hast, wirst du auch keine Akkordeons machen können. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, Akkordeon frei machen kann ich ja. Nur ich will nicht weiter auf die Gelder. Ja, ob du denn. Ja, ich will es vorher testen, bevor ich mir ein Akkordeon frei mache. Und David mir einen bauen kann. Dann sag ich ja, normal Pelzrüstung wird David ja auch ertragen, ohne dass er die frei hat. Warum soll ich denn nicht Physik spielen? Ich habe nur nicht die Dings wie David, das sagt die Dauer oder sowas. Aber du ein Musik-Bildertoleranz habe ich auch gelernt. Ja. Aber so. Kann ich glaube ich 8 Fehlers machen. Gleich, ich steig gleich ab, gleich gucken kann ich Tiger. Ja, schade. ein Frack. Sag mal. Bist du bereit, weil es ein 16er ist? Ja,
Nee, jetzt gerade nicht. Ich bin nicht auf Bett, aber das kriegen wir dann hin. Was? 16er? Ja, wenn ein 16er fragt, dann krieg ich einen Skin frei. David hat einen Skin frei. Und ich hab mal gegoogelt eben gerade, wie man den machen kann. Den Krabbenskin kann man entweder für 250 kaufen oder man macht sich einen 16er. Hat David mal einen 16er Frack gemacht? Geht er erstmal von aus, er hat ihn ja frei. Er hat einen hohen gemacht, er weiß jetzt bloß nicht welches Level, aber da er den frei hat, kann es vermutlich nur ein 16er gewesen kann sein. Kann man das sehen? Weil ich war ja mal ein 13er, also 13er war es der Bild. Reicht nicht. Nee, 16 steht drauf. Ein 16er Frack musst du schon machen. Ich wusste echt nicht, dass es einen 16er gibt. Das ist ja schon dann wahrscheinlich sehr hoch. Was sind denn so die Qualitäten? Was ist das meiste? 16 ist ja schon. Ich flieg schon wieder raus. Das Spiel schaltet sich schon wieder ab. Okay. Ich bleib bei dir. Wir sind kurz vorm Schatz. Ja, ich bin bei dir. Das ist einfach unglaublich. Was ist denn das jetzt? Weil ich streame. Aber ich habe gestern auch gestreamt und ich bin schon die ganze Zeit am Streamen und nichts passiert. Sind da viele Strukturen? Ja. Ja, also der Land ist hier vorne am Rand eigentlich nur. Aber das kann natürlich sein, dass jetzt meine. Aber ich fliege ja nicht nur raus, sondern er schaltet das Spiel ab. Ich gehe mal von aus, vielleicht ist meine Xbox überhitze oder so. Das passiert eigentlich nur der. Wenn die überhitzt ist, dann kriegst du eine Nachricht, dass die sich abschaltet. Wie bei mir, Pidi. Nee, das hatte ich da nicht ein Problem mit David. Ich weiß nicht, wie ich es beheben würde. Damals meine Xbox X. Deswegen haben Pidi mir ja die S gekauft. Die Xbox Small S. Also nicht die Ding, sondern. Weil meine Xbox, glaube ich, langsam den Geist ausspielt. Obwohl ich mir einen Lüfter gekauft habe. Aber bei mir hat er sich nicht bei jedem Spiel, aber bei. Bei Fortnite und inzwischen bei Oasis. Hat er sich abgestellt und da hat Peter gesehen, jetzt schaltet er sich nochmal ab und jetzt hat er gesagt, oh nee, das wird ja immer schlimmer. Und dann steht immer drauf, die Xbox hat sich abgeschaltet, die war zu heiß. Ich geh mal raus, deine Lüfter sind kaputt. Ja, aber ich will einen Lüfter kaufen. Weißt du, das sah geil aus, da war so ein Ständer mit Lüfter unten drin und USB und da haben wir die angeschlossen. Mehr geht nicht. Nein, aber solche Dinger darfst du eigentlich gar nicht kaufen, auch solche Laptop-Lüfter, die du draufstellen tust. Das ist eigentlich Babyquatsch, das ist alles nur Geldmacherei. Die funktionieren nämlich gar nicht so richtig. Also, wenn das sein kann, dann könnt ihr auch mal die Xbox ausschrauben, einfach mal den Staub auspusten. Das kann auch da sein, dass es überhitzt ist. Ja. Das würde ich habe ja meine Xbox sein. Hingeschickt und die haben auch nur aufgemacht und den Staub ausgetan. Ach, hattest du das Problem auch mal? Ja, meine ist ja wie ein Düschen schon gestartet. Der Mike ja auch. Meine auch. Gleich sofort volle Pulle. Meine auch. Ja. Meine war laut. Meine Xbox X. Aber jetzt ist ja egal, jetzt habe ich ja die andere. Aber ich kann die trotzdem mal aufmachen, weil und ich schmeiß ihn ja nicht weg. Und schon hat man den Salat, ne? Und schon habe ich für jeden noch eine gekauft. Zuerst habe ich Mike eine gekauft, dann habe ich Samantha eine gekauft, da habe ich Tati eine gekauft, da habe ich mir eine gekauft. Verbindung unterbrochen. Anscheinend bin ich noch nicht da. Doch, du bist draußen eigentlich. Du bist nicht hier. Ja, aber Verbindung wurde unterbrochen. Ich kam nicht mehr rein. So 85 Gold jetzt hast du Back bekommen. Also, was David muss für die Xbox haben, die muss ja auch richtig geil aussehen, weil die Small finde ich geil. Die ist weiß, die ist klein, die sieht richtig cool aus. Also ich mag die schon abzuschmachen, die klein. Schwarz, lang. Stell dir einfach vor, Alexa im Viereck, Magie. Alexa im Viereck. Ja, weiß ich, hat David ja gesagt. Die sind so groß wie eine Cola-Flasche. Ein bisschen größer, ja. Guck mal, das finde ich ja schon groß und sie ist flach und sie liegt. Kennst du die weiße Xbox S Mini? Die weiße, die normale Xbox One S? Ja. Ja, die ist auch weiß. Und so sieht die S aus. Nur, dass plus, ein Kreis oben hat plus noch und schmaler. Und eine Ecke kleiner.
Weil die Small hatte ich ja damals auch. Jetzt habe ich die Xbox S. Weil ich die optisch ja auch geil finde. Das weiß. Also ich habe weiß nicht. Ja, aber einfach nur. Doch, aber es wird nicht nochmal. Ist doch ein großer dabei. Wenn ein großer dabei ist, dann sind es um die 300 Gold. Das wisst ihr bitte. Weiß nicht, hab ich jetzt gar nicht geguckt, wie viel Gold das gegeben hat. Gar nicht. Nee. Das sind nur einfache Karten, das ist nicht so jetzt so der Burner. Hier war verkehrt, okay. Ich habe eine große Kanone, eine fertige. Cool. Cool, Dame. Cool. Ist so toll. Ja, das würde ich ja. Der 1,8 war das gerade mal. Gar nichts. So, Level suchen, ne? Im Moment haben wir alles. Hä? Das war's dann, Leute? Ich hab noch einen Schatz. Ich flieg schon wieder raus. Okay. Erschallet dieser Spiel. Und, so. Ja? Es ist die S. Ich hab die S laufen. Mal ein Hard Reset gemacht? Nein. Ja, Hard Reset. Oder lass dir was einfallen jetzt. Und das ist ja nicht normal. So Leute, ihr habt ja gesehen, ich habe Schatzsuche gemacht. Ich werde einfach mal das Stream beenden, um zu gucken, ob ich so ein bisschen weiterspielen kann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und bis dahin immer dran denken, Leute, wir sind nicht fix, sondern die Foxy ist on. Game over.